Ja, meine Erfahrungen mit Glean 9 von Forever Living. Wenn du Vertriebspartner bist, zeige ich dir in diesem Video, wie du Glean 9 von Forever verkaufen kannst über Facebook und über Instagram und was du auf jeden Fall nicht machen solltest. Es gibt das sogenannte Wortmarken-Update. Das bedeutet, wenn du Forever oder Forever Living oder Glean 9 auf Instagram oder auf Facebook erwähnst, dann hast du verloren, weil deine Sichtbarkeit sofort eingeschränkt wird. Und jetzt gibt es einfach eine Umstellung sozusagen, die möchte ich dir zeigen und ich habe hier Posting-Tipps für dich mit. Und ja, lass uns gleich mal starten. Zuerst einmal die erste Posting-Idee, um Glean 9 von Forever richtig zu verkaufen auf Facebook, ist der Titel: Erfahre die fünf bewährten Strategien für nachhaltiges Gewichtsmanagement. Also, mitschreiben hilft. Wir fokussieren uns beim Verkauf von Glean 9 von Forever darauf, dass wir Tipps geben. Also nach dem Prinzip von 3 plus 1 oder 5 plus 1, ich erkläre das gleich, sorgen wir dafür, dass Menschen Vertrauen gewinnen und dann den letzten Schritt mit uns gehen wollen. Also das heißt zum Beispiel hier, erfahre die fünf bewährten Strategien für nachhaltiges Gewichtsmanagement. Da geben wir fünf Tipps, fünf Erfahrungen von dir, die wirklich einen Mehrwert haben. Und dann sagen wir, der sechste Tipp, das ist jener, ja, der dafür sorgt, dass ich seit 3 Jahren keine Gewichtsprobleme mehr habe. Wenn du den wissen möchtest, schreib mir einfach eine kurze Nachricht. That's it. So bekommst du Nachrichten. Also der Vorteil ist, dass du als Forever Teampartner dann immer die Anfragen bekommst und auch, dass der Algorithmus hier kein Problem hat, weil du ja nicht Forever oder Clean 9 erwähnst. Also es ist sehr, sehr einfach. Wichtig dabei ist aber, dass du wirklich den Fokus auf den Mehrwert legst. Also wirklich schaust, dass du fünf Tipps, fünf Strategien einfach weitergibst. Die nächste Posting-Idee für Forever Clean 9 ist, wie du mit kleinen Veränderungen große Fortschritte in deinem Wohlbefinden erzielst. Hier würde ich sagen, zum Beispiel einfach drei Tipps geben, 3 plus 1 und dann eben die eine Veränderung, die wirklich dafür so gesorgt hat, die bekommt man dann, wenn man dich anschreibt. Eines, was noch wichtig ist, etliche sagen, ich sage das dann gleich in meiner Facebook-Community, na gut, Willi, wie mache ich jetzt Tipps? Und ich möchte den Vorgang ganz einfach zeigen. Wir gehen einfach auf Google, das mache ich jetzt parallel auf dem zweiten Schirm. Und wir wollen jetzt für die nächste Posting-Idee, gibt dir schon die Idee Nummer 3 mit, entdecke die Geheimnisse einer ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lifestyles. Und wir wollen jetzt einfach drei Tipps geben für ausgewogene Ernährung. Das heißt, wir geben einfach ein ausgewogene Ernährung Tipps auf Google. Nicht Facebook wollte ich schon sagen. So, und da haben wir dann, wie kann man sich ausgewogen ernähren? 10 Tipps für gesunde Ernährung. Und da holen wir uns Inspirationen. Das heißt, wir holen uns jetzt Inspirationen. Und zum Beispiel, da ist zum Beispiel eine Inspiration, man soll nicht mit leerem Magen einkaufen gehen. Das halte ich jetzt für keine gute Idee, weil das so ein Tipp ist, den einfach jeder kennt. Wichtig ist, dass du hier Tipps gibst, die man nicht so, also die, sage ich mal, nicht jeder jetzt kennt. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das heißt, nimm dir da ein bisschen Zeit und such dir drei Tipps raus. Posting-Idee Nummer 4, bevor wir zu der kommen, möchte ich dich gleich einladen in meine Facebook-Community. Dort sind nur Menschen drinnen, die ja Network Marketing ohne Namensliste aufbauen wollen, die genug von Homepartys haben, genug von Oldschool-Methoden. Ich habe nur mit Facebook im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht und in der Gruppe kriegst du Tipps und Tricks. Also schau mal rein. Unterhalb von dem Video findest du den Zugang. Dann was haben wir jetzt? Tipp Nummer 4. Bist du bereit für langfristige Erfolge im Gewichtsmanagement? Hier ist dein Schlüssel zum Erfolg. Nummer 5. Die 7 goldenen Regeln für eine gesunde und nachhaltige Gewichtskontrolle. Du kannst auch sagen, die 3 goldenen oder die 5. Wichtig, was ich gemerkt habe, ist, dass du immer ungerade Zahlen verwendest in den Überschriften. Und die Überschriften machen 80% aus. Das heißt, 80, wenn hier nicht die sogenannte FOMO-Formel drinnen ist und die ist da schon verpackt, dann wird das nichts. FOMO heißt Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und in diesen Titeln, die speziell für Forever, für das Clean 9 Abnehmprogramm, ist eigentlich nicht nur ein Abnehmprogramm, sondern ein Reinigungsprogramm, gemacht sind, steckt das schon drinnen. Nummer 6, drei exklusive Tipps und Tricks für ein gesundes und aktives Leben. Also wir haben auch ein paar, die eher, sage ich mal, ein bisschen ein breiteres Publikum ansprechen, manche, die sehr gezielt ansprechen. Nummer 7, die Bedeutung von Ernährung und Bewegung für ein ausgeglichenes und energiegeladenes Leben.
Nummer 8, erfahre, wie du gesunde Gewohnheiten in deinen Alltag integrieren kannst, ohne Verzicht. Nummer 9, verbinde dich mit Gleichgesinnten und tausche Erfahrungen über deinen Weg zu einem gesünderen Ich aus. Communities, das ist wirklich fantastisch, wenn man Communities anbieten kann. Vielleicht hast du schon eine oder deine Upline oder Sideline, wie auch immer. Dann ist das wirklich sehr, sehr gut und da möchte ich nochmal erinnern, ich habe auch eine Community, also unterhalb von dem Video. Nummer 10, die drei Säulen des langfristigen Erfolgs im Gesichtsmanagement, Gewichtsmanagement, Ernährung, Bewegung und Mentalstärke. Und da gibst du dann die Tipps. Nummer 11, lerne, wie du mit Stress umgehen kannst und deine Gesundheit positiv beeinflusst. Du siehst schon, es ist ja ein Mix aus Abnehmen, aus Gesundheit, das, was ja Forever Clean 9 auszeichnet. Nummer 12, werde Teil einer unterstützenden Community, die dich auf deiner Wellnessreise begleitet. Nummer 13, entdecke die besten Strategien, um gesunde Essgewohnheiten langfristig beizubehalten. Nummer 14, hol dir Inspiration von erfolgreichen Menschen, die ihre Gesundheit und Vitalität priorisieren. Nummer 15, die Vorteile einer ausgewogenen Lebensweise, mehr Energie, verbesserte Stimmung und ein stärkeres Immunsystem. Nummer 16, erfahre, wie natürliche Inhaltsstoffe dein Wohlbefinden positiv beeinflussen können. Nummer 17, tauche ein in die Welt des ganzheitlichen Wohlbefindens und entdecke neue Perspektiven. Nummer 18, hol dir die besten Tipps, um deine Ziele zu erreichen, um ein erfülltes Leben zu führen. Da habe ich vergessen, den Bezug zum Körper. Ja, okay, ergänze es einfach. Nummer 19, verpasse nicht die Chance, dein inneres Strahlen nach außen zu tragen und das Beste aus dir herauszuholen. Nummer 20, beginne heute deine Reise zu einem gesunden, glücklichen und erfüllten Leben mit deinem Wunschkörper. Das ist es. Und ja, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, wie gesagt, unterhalb von dem Video findest du den Zugang zur Facebook-Gruppe. Und ich will eines nur sagen zu einem Clean 9 Programm. Ein Arbeitskollege von mir hat mal Clean 9 gemacht. Dem hätte ich das gar nicht zugetraut. Ein Kraftsportler. Habe ich gesagt, okay, so wenig essen dann. Der hat das wirklich richtig gut gemacht. Und er hat gesagt, es ist einfach für ihn eine Reinigung. Also für ihn ist es einfach dann, er fühlt sich gut und man hat gesehen auch, er hat natürlich Fett verloren. Das hat natürlich dann richtig gut ausgeschaut. Und Forever selbst, die Firma, ist eine langjährige Company, auf die man sich verlassen kann. Network Marketing funktioniert, Forever funktioniert, Clean 9, also das richtige Paket. Wenn du das lernst, sorry, ich habe da nicht umgeschaltet, wenn du das lernst, mit Facebook zu kombinieren, wie man das richtig macht, dann hast du gewonnen. Rock it. Danke fürs Zuschauen. Servus.